Dum. Ihr habt es bestimmt alle schon vermisst, mein 1-Euro-Holz. Viele mögen sie, viele hassen sie. Ich liebe den 1-Euro-Laden und war glücklich, heute mal wieder reingehen zu können. Jedoch war kaum was da. Ja, die halten sich da noch sehr bedeckt mit ihrer Ware, weil sie denken, dass wir bald schon wieder schließen müssen und wollen nicht so viel horten. Aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich gefunden und die würde ich euch gerne zeigen. Der eigentliche Grund war, die ganze Zeit im Lockdown seit Dezember habe ich gedacht, wenn der 1-Euro-Laden wieder aufmacht, also der 1-Euro-Shop, dann muss ich unbedingt hin, denn ich habe was gekauft gehabt, wo ich gerne noch ein zweites von gehabt hätte und dann war ja alles zu. Ja, und nun habe ich halt immer gewartet und gedacht, hoffentlich machen sie bald wieder auf und bin dann heute natürlich hin und fragte, ob sie das gewisse Produkt noch haben und dann sagte sie so, du fragst nach so vielen Wochen vielleicht da und da. Und es gab noch ein einziges und das ist dieses Schlüsselbrett. Oh. Davon wollte ich unbedingt noch ein zweites haben und ja, jetzt habe ich es endlich bekommen und bin happy und ja, kann das am Wochenende anbringen. Also das war eigentlich der Grund, warum ich heute in den 1-Euro-Laden bin. Wir haben doch schon eins. Ja, aber ich möchte noch ein zweites, weil der Ersatzautoschlüssel und alles denn da angehangen ist. Also Ersatzautoschlüssel und der für die Haustür? Der ist doch da schon dran. Ich meine, der für unsere auch. Ja, kann man vielleicht denn auch, genau. Weil sonst hätten wir einen frei und es wäre irgendwie komisch. Dann habe ich Socken mitgenommen. Einmal für mich, einmal für den Emil. Und zwar hatten sie so Dreierpaare Sneakersocken. Und bei einem 1,10 € für drei Paar, das ist natürlich sehr cool. Guck mal, ich habe dir blaue mitgebracht. Und für mich die rosanen. Wir können auch tauschen. Du kannst auch die rosanen haben und ich nehme die blauen. Mm-mm. Nein? Ich würde vielleicht die weißen von dir nehmen. Nein, du hast da auch weiße bei. Ja. Dann haben sie, weil sie Ende des Monats ablaufen, diese Milka-Kekse, die liebt Emil. Herabgesetzt auf 55 Cent die Packung und da habe ich zweimal mitgenommen. Kann ich ihm in die Schuhdose zum Beispiel packen? Nimm die Finger weg. Und ja, da habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, noch einen ganzen Monat haltbar, 55 Cent die Packung. Fand ich genial. Nur eben jetzt heute Abend nicht mehr. Dann habe ich hier draußen für unsere Sträucher Mini-Ostereier mitgenommen. Und Steck-Ostereier. Da haben wir schon ein paar von dem Beet und ja, ich finde die cool und dann können wir das, morgen sind wir nicht da, aber die nächsten Tage noch mal ein bisschen noch mehr Ostern. Österlich, Ostern, sagt man osterlich oder österlich? Ich glaube österlich. Osterlich klingt irgendwie, wobei osterlich oder österlich? Ja, ich bin auch schon ganz verwirrt, ich komme, weiß auch schon nicht mehr. Osterhaft. Hier sieht es aber schön nach Ostern aus. Hier ist es ganz schön österlich. Ja, es klingt doof, aber hier sieht es schön osterlich aus. Irgendwie komisch. Umso länger man drüber nachdenkt, umso verwirrender wird es, oder? Naja, und dann habe ich hier, die gibt es ja eigentlich bei Ikea. Und die gab es in 1,10 € im 1-Euro-Shop. Und ich will die fürs Badezimmer haben. Nicht für Kerzen, sondern für Make-up. Und dann habe ich für die Kinder meiner Freundin so eine Playmobil-Figur-Tüte mitgenommen. Die beiden lieben Playmobil. Kommt mit ins Osterpaket. Einmal Panzertape, um Pakete zuzukleben. Dann habe ich mir noch eine Sonnenbrille mitgenommen. Ob die jetzt das Gelbe vom Ei ist, weiß ich nicht. Aber was denn? Ist es nicht die, die du schon hattest? Ja, so ähnlich, ne? Ist nur nicht so qualitativ so gut. Das Panzertape ist auch für die Kinder. Ja, genau. Das sollten wir lieber nicht hier in den Videos sagen, sonst schickt man uns das Jugendamt, wenn die wissen, ich knebel euch immer. Ja, dann habe ich mir denn diese Sonnenbrille mitgenommen. Oh. Ist ein bisschen sehr billig, aber für Notfall. Dann habe ich ein Osterdeko-Häschen mitgenommen und ich glaube, dass ich so einen ähnlichen hier schon irgendwo habe. Ich auch. Da oben. Da oben. Das ist ah, genommen, da genau. Oben ist der Junge und jetzt ist es diesmal das Mädchen, oder? Mhm. Dann kannst du den dazustellen gehen.
Dann habe ich für Emil zum Basteln diese Holzspachtel nochmal mitgenommen. Ich weiß, dass er da letztens so gerne mitgebastelt hat und ich glaube, seine waren leer. Ich habe nur noch einen einzigen. Ja, mir war nämlich so, da habe ich die gesehen und gedacht, brauchte er die und habe sie halt noch einmal mitgenommen. Ich hatte die halt nur im Bund und ein paar in so dick. Ja, bunte hatten sie nicht, aber... Aber ist auch so gut, weil irgendwie, wenn du denn halt mal was basteln möchtest, wo du das halt direkt gesehen hast und die Farbe halt nicht mehr gepasst hat, ist halt das besser und ansonsten macht man die an. Jetzt glaube ich, habe ich was gekauft, weil es einfach so meins ist. Ich höre es auch heutzutage noch gerne und ja, irgendwie fand ich es cool und wollte es halt einfach haben. Und ja, das ist Schleim mit einer Bibi und Tina Figur drin. Und ich fand es einfach cool. Und da kann Alex drin sein, Tina, Bibi oder eins der Pferde. Und ich hoffe natürlich, dass ein Pferd drin ist für die Polly. Aber ich fand es total cool. Metallisch-violetter Schleim ist da drin. Metallisch? Steht metallisch-violett. Zerbe. Nein, das ist meins. Geh selber und kauf dir Bibi und Tina Schleim. Ja, sammle sie alle. Schleim bleibt daheim. Und wir haben am Wochenende Besuch. Und letztens haben wir aus Wasser und Speisestärke ja. auch Schleim hergestellt. Aber wenn man in den reinhauen wollte, dann blieb der fest. Und wenn man ganz langsam reinging, dann kam man bis auf den Boden. Und hat man den rausnehmen wollen, hat man gedacht, man hat einen Klumpen. Und so wie man das draußen hatte, zerlief das alles. Und ja, ich muss ja alle hier bespaßen und vielleicht spielen wir den einen Tag mit Schleim. Mal gucken. Aber das ist geheim, wenn wir spielen mit Schleim. Wenn wir kaufen ganz viele von denen und machen so eine ganze Schüssel voll. Auf keinen Fall. Aber ja. Ich habe auch noch was anderes vor. Also ich habe noch was im Petto, was ich gerne machen möchte. Und genau, also wir experimentieren momentan immer ein bisschen. Dann habe ich noch einen zweiten Osterhasen gekauft. Den fand ich auch ganz süß mit dem rosa Ei. Der passt ja jetzt zum Gartenzwerg. Der da ja, den können wir hier irgendwo hinstellen. Genau, und das war's. Das war alles, was ich im Euroladen gekauft habe. War wieder mal ganz schön da gewesen zu sein. Aber ja. Und wie schade, dass die Geschäfte auch Angst haben, zu viel Ware zu ordern, weil sie Angst haben, sie schließen wieder. Die dort arbeitet, mit der verstehe ich mich sehr gut. Die kenne ich halt auch noch aus Hansapack-Zeiten. Wir hatten da zusammen gearbeitet. Und die erzählte mir, wie viel sie wegwerfen mussten, wie viele Produkte. Und es waren weit über 1000 Produkte. Die durften sie nicht verschenken. Sie durften sie auch selber nicht mitnehmen. Und das finde ich echt krass. In anderen Ländern ist es eine Straftat. Und hier wird einfach damit so, ja, und man kann ja sagen, wenn es nicht mehr schmeckt, kann man es ja selber wegwerfen. Aber warum probiert man es nicht erstmal Menschen zu geben, die es halt vielleicht dankend annehmen würden. Und wenn es nur ein paar Kekse oder Chips oder so sind, das können die sich mitunter ja auch nicht leisten. Und daher, das finde ich sehr, sehr schade, was dort am Massen jetzt durch den Lockdown weggeworfen wurde. Kannst du mal da den Dings hinstellen, sonst muss ich den nachher wieder hochholen. Danke. Genau. Ja, also lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten bleibt gesund, ihr Lieben. Und bis ganz bald. Tschüss.